Ach, wie schön dieses Frühlingsupdate, diese schöne Ansicht. Na ja, wollen wir mal losfahren. Na, was ist das denn? Was ist das für eine Ansicht? Nein, das kann und darf nicht sein, liebe Freunde, das kann und darf nicht sein. Wir haben doch ein Model Y 2022 mit Ultraschallsensoren. Wow, was ist hier passiert? Letzte Woche das Frühlingsupdate. Eine Woche später, heute ist der 14. Mai, fürs Protokoll, ja, stehe ich heute Morgen auf, wie immer, total zerknautscht. Gucke auf mein Handy und da steht Update. Habe ich mal so runterlaufen lassen, während ich geduscht habe, weil ich gedacht habe, ach, irgendwelche Bugs werden hier behoben, komm ins Auto und dann das. Tari, tara, tahossasa. Ich kann es sogar groß machen. Ich weiß gar nicht, ob die anderen das können. Aber ich kann, liebe Freunde, ich kann. Willkommen zu unserem neuen Video bei Erleuchtet, liebe Freunde. Hammer, hammer, hammer. Ja, und wenn wir losfahren, sehen wir es auch schön. Und es ist übrigens das Update 2024-14.6, was ich heute Morgen bekommen habe. 14.5 ist eigentlich das Update. Das hat er irgendwie gleich übersprungen auf 14.6 mit Bugfixes. Hammer, oder? Und wenn ich Gas gebe, geht er in die neue Ansicht des Frühlingsupdates rein. Hammer. Aber was bedeutet das jetzt für Leute wie uns, die nicht die neuesten Teslas haben, sondern noch die uralten Blurren mit den Ultraschallsensoren? Wie kommen wir da überhaupt rein? Wie habe ich das gemacht? Und kann ich das umschalten? Funktioniert die Einparkhilfe noch? 1000 Fragen und wir werden sie heute für euch beantworten. Jo, hier der Beweis. Kleine Fehlbehebung oben und hier haben wir es auf einmal aus dem Nichts heraus. Ja, und wie kommen wir da überhaupt rein? Ich zeige es euch mal. Ich gehe auf Einstellungen natürlich, Autopilot und hier Einparkhilfe, Tesla Vision oder Standard. Und jetzt kommt natürlich das Ding für die mit den alten Akkuschraubern, so wie wir, ja. Hier, ich kann wieder umschalten. Alte Ansicht, Tesla Vision, neue Ansicht. Ah, das können die mit den neuen Autos aber nicht. Das ist echt unglaublich. Jetzt haben wir was besser ist als bei den neuen. Naja, ich weiß nicht, ob es besser ist, aber wir können halt mehr. Obwohl das Auto über 2 Jahre alt ist. Oder erzähle ich hier Quatsch? Und die neuen Autos, die können auch so zwischen wie bei uns Standard und Vision Only umschalten. Ich weiß es gar nicht. Das habe ich jetzt mal so rausgehauen. Ich weiß es nicht. Aber das könnt ihr nicht, oder? Mit den neuen. Da müsst ihr erst aufs neue Update warten. Und was mich ja immer wundert, es ist schon wieder so, ja, ich habe das noch nicht mal im Internet gesehen, dass jetzt das Update rauskommt. Ich war ja total überrascht davon und ich habe irgendwie das Gefühl, niemand hat das, außer uns. Also wir sind immer so früh dabei und ich weiß ja immer nicht warum. Und gestern habe ich noch die Kommentare gelesen, ja, hier, ich habe das Frühlingsupdate noch nicht, Hilfe, wann kommt das bei mir? Ja, und wir springen hier schon 2 weiter. Warum ist das so? Ach, irgendwie ist es schön. Finde ich gut, kann so bleiben. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen mal eine kleine Abstimmung. Da könnt ihr hier dem Link mal folgen, den ihr gleich seht, oder unter dem Video. Das ist so hier eine Google-Umfrage. Und wir wollen einfach mal herausfinden, wer als erstes immer die Updates bekommt. Deswegen haben wir da mal ein bisschen unterteilt, halt, welches Update ihr überhaupt schon habt, was ihr für einen Tesla habt, ob ihr Full Self-Driving habt und so weiter und so fort. Klickt einfach mal drauf und dann sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Also mich persönlich interessiert es sehr, sehr, sehr. Juh, dann wollen wir mal schauen, ob die Einparkhilfe noch funktioniert, ob die Ultraschallsensoren deaktiviert sind oder nicht. Ich probiere das jetzt erstmal auf dem Standard. Also hier sehen wir ja, knack. Ach, dieses uralte Bild. Ja, nur Spaß. Ja. Also für alle, die es noch nicht haben, und ich vermute, es sind extrem viele, ihr werdet es bald bekommen. Oh, der zeigt Parken an. Das war schon mal ganz gut. Jetzt fahre ich aber noch mal so ein bisschen weiter. Ich wollte ja mal so wieder rückwärts um die Ecke irgendwie. Na, da. Rückwärtsgang einlegen, Feuer frei. Okay. Tja, kann ich sagen nur, oder nur sagen, alles wie bisher, hat sich nichts geändert. Ich kann die Ansicht umschalten und trotzdem kann ich, wenn ich will, auf die Standard zurückgehen und rückwärts einparken, um die Ecke. Und ich vermute auch, dass es parallel funktioniert, also das teste ich jetzt nicht extra. Ja, jetzt Test 2, was passiert bei Vision Only? Drückt mal die Daumen, Tesla Vision. Ja, vielleicht erst nochmal auf P und dann wieder rein. So, da sind wir. Jetzt wird spannend. Wir fahren wieder zu unserem Parkplatz von eben. Oh, er zeigt hier ein P an. Geht das auch bei den neuen? Gibt es das jetzt mit Tesla Vision parken oder wieder jetzt Ultraschallsensoren und Tesla Vision? Sehr spannende Frage. Na komm, P. Jo, P. Start. Tja, also, da kann ich nur sagen,
Ich bin sehr angetan, dass sie mir jetzt hier die Einpackhilfe nicht genommen haben. Trotz Vision. Mensch, Leute, während er noch so still vor sich hin parkt, muss ich sagen, ich freue mich schon wieder. Also was Tesla hier jetzt rausgehauen hat in den letzten Wochen, ich kann es nur wiederholen. Matrix-LED, Frühlings-Update und jetzt das hier. Mal so drei Schläge in 6 Wochen oder so. Das ging ja echt. Also ratzfatz, könnt ihr so weiter so machen, Tesla. Macht mal weiter so. Manchmal, da kriegt man ja monatelang irgendwie so kleine Bugfixes nur und tralala oder Zeug, was man nicht braucht. Ach, Hammer, steht. Autoparken abgeschlossen. Tja. Kuss ans Auto. Also zu dem Vision Only an sich, da würde ich mich jetzt nicht hier umfassend auslassen. Da gibt es ja so viele Videos, weil die neuen das ja schon ewig haben. Ja, ewig und 3 Tage. Aber trotzdem muss ich mal sagen, hier, dieser kleine Bordstein, der hier, der ist so, also so, ein Mini-Ding, ja. Den zeigt er hier schön sauber mit einer roten Linie an. Und wenn ich jetzt losfahre und will mal links einschlagen, müsste eigentlich hier so Alarm machen. Stopp, stopp, Alarm, piep, 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 Hilfe. Er piept sogar extra nochmal. Weil ich sonst da drauf fahren würde, wäre jetzt eigentlich nicht schlimm. Aber dass das so genau ist, das wusste ich auch nicht. Habt ihr das gewusst? Eine Frage habe ich mal an euch. Wenn ich jetzt so, bin ich ja im Vorwärtsgang. Jetzt schalte ich auf Rückwärtsgang. Klar, schaltet er die Rückwärtskamera ein. Aber kann ich die eigentlich auch deaktivieren, dass ich das irgendwie so groß machen kann? Geht das? Wisst ihr das? Also ich habe nichts gefunden. Wobei ich sagen muss, also wenn wir hier auf diese große Ansicht so groß ziehen, und dann zeigt er hier sogar noch Linien und so weiter an. Also ich habe das noch nie vorher so in Real Life gesehen, sondern immer nur auch in Videos. Das ist ja echt schon beeindruckend. Wo man natürlich jetzt auch wieder sagen könnte, man kann ja einfach rausgucken, dann sieht man auch die Linien. Aber ach ja, ich finde es trotzdem, also wow. Muss ich mich aber erst so ein bisschen dran gewöhnen, dass er jetzt so einen Lastwagen hier als Ei mit Hut anzeigt oder sowas, ja. Schreibt mal, ob ihr das Update auch schon habt, wie ihr das findet. Ob man bei euch umschalten kann, wenn ihr ein neues habt. Und wenn ja, ob ihr eher das alte System benutzt oder alle Vision Only. Also ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass auch jemand sagt, nö, ach nee, hier, das ist mir alles nix. Ich lasse es lieber auf dem alten. Tja, eigentlich hatten wir schon 2 andere Videos gemacht, die wir euch zeigen wollten. Die muss ich mal wieder zurückstellen. Aber hier diesen brandheißen Scheiß heute bekommen und in 3 Tagen werdet ihr es schon sehen. Wir müssen es leider noch cutten, sonst würde ich es früher hochladen. Und ein bisschen Titelbild schadet ja auch nie. Aber sowas, ja, muss man einfach zeigen, oder? Vergesst bitte nicht, an der Umfrage teilzunehmen, oder es wäre schön, wenn ihr es macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Eleuchtet. Kuss geht raus.